So, ich habe jetzt mal gerade das Einkaufen kurz übersprungen, weil mir mitten während dem Einkaufen die Aufnahme abgebrochen ist. Ich hatte vergessen, meine Festplatte ein bisschen zu entmüllen und hatte keinen Speicherplatz mehr. Deswegen ist mir die Aufnahme Was? abgebrochen. Ja, Tja. tüdelü, sowas sollte man achten. Aber ihr habt nichts Großartiges jetzt verpasst. Ich war nur schnell, hab nur schnell das Verkaufen erledigt, hab also alles Unnötige, was wir hatten, verkauft Tja. und unsere Inventar, die Inventare meiner Charaktere mal aufgeräumt. So. Das heißt, jetzt sprechen wir Linwin noch einmal an und gucken mal, dass wir in der Hauptquest fort weiterkommen. Also. Ich grüße dich. Bleib doch eine Weile und lausche. Ja, das mache ich gerne. Und zwar auf Isalils Anregung möchte ich mehr über die Sippe erfahren. Genau. Dann blicke dich um. Von diesem Baum sehen wir weit und wachen über den Wald. Von hier werfen wir uns in den Sturm, wenn wir unsere Flügel ausbreiten. Das ist schon wieder so eine Elfenphilosophie auf jeden Fall. Und zwar von diesem Baum aus, er ist ja schon ziemlich hoch, kann man wirklich verdammt weit sehen. Und das mit dem Flügel ausbreiten heißt wohl, dass sie ziemlich schnell im Wald eingreifen können. Ah ja. Also, wir können jetzt hier entweder, wir haben hier jetzt die Auswahl, entweder können wir auf die Seelentiere ansprechen oder mal ganz doof fragen, ihr könnt fliegen. Aber nein, da wir ein Geode sind, sollten wir schon das mit den Seelentieren nehmen. Also du meinst die Gestalt eurer Seelentiere. So ist es. Ja, okay. Oh, was würde ich darum geben, das auch zu können? So oft schon habe ich es versucht, doch nie werde ich es lernen. Ohne das Salasandra. Ah ja, Fyris ist ja nur eine Halbelfe, deswegen besitzt sie halt diese Gabe nicht, sich in ihr Seelentier zu verwandeln. Wenn du Isalils Anregung folgen willst, dann verbringe Zeit mit meiner Sippe. Du wirst zwar nichts über das Verwandeln lernen, wohl aber etwas über unser Wesen und womöglich auch über dich selbst. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit uns gemeint hat oder Fyris. Aber gut. Gut, fragen wir ihn mal. Wann weiß ich, ob ich genug verstanden habe? Es soll zunächst genügen, wenn du die Seelentiere von Elprinel Nebelrufer, Kalenleia Pfeilklang und Lelindor Astwandler erkennst. Die haben wirklich alle seltsame Namen, aber gut, es sind Elfen. Eulenflug, Nebelrufer, Pfeilklang, Astwandler. Ja. Natürlich werden wir das ganz gewiss herausfinden, sonst kommen wir ja nicht weiter. Gut, also Falkenberg ist dort draußen, der Nebelrufer, der müsste einer von den beiden sein, genau. Und Astwandler ist da drüben. Und die restlichen können wir dann mal so ansprechen. Also erstmal gehen wir hier raus zum Nebelrufer, weil hier draußen wollte ich mich auch noch eh umgucken. Die Tiere hier sind wenigstens auch friedlich. Das hier ist so eine kleine Waldlichtung, die erreicht man wohl nur über den Baum. Das ist eine gute Verteidigungsmaßnahme eigentlich. So gesehen, also. Ja gut, wer belagert schon Elfen? Da an der Flussseite ist noch ein hohler Baumstumpf. Kommen wir da so rüber? Ja, komm, wir gucken wir uns erst einmal hier in Ruhe um. Hier sind nämlich Hirsche und ein hohler Baumstumpf und solche Sachen. Und viele Eisbären und Hyrugas. Das hier ist wohl so eine Art Garten von denen. Dort, eine Fee! Wie hell sie uns anfunkelt, als wolle sie mit uns spielen. Wollen wir? Ab in den Feenkreis mit ihr. Ja. Okay, da ist eine Fee aufgetaucht und Fyris will gleich mit ihr spielen. Fyris scheint schon mal ziemlich zutraulich zu sein, was das angeht. Sammeln hier noch ein paar Eisbären ein, so das dürfte reichen. Dann will ich in den hohlen Baumstamm gucken und dann können wir ja uns kurz die Zeit nehmen und in dieser Fee gehen. Ja. Am besten kann gleich Fyris in den hohlen Baumstamm gucken, da ist nämlich garantiert wieder Holz drin. Genau.
Ulmenholz, das ist für Pfeile gut zu gebrauchen. Da können wir uns irgendwann unsere eigenen Pfeile und Bolzen machen, wenn es nötig ist. Ich weiß nicht mal, ob wir uns auf dem Schiff Werkbänke draufstellen können. Ist zwar wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber trotzdem. Meistens ist es billiger, wenn wir uns die Sachen selber machen, als wenn wir sie kaufen. Immerhin, ich zahle für 100 Pfeile eine Dukate. Wäre schon ein bisschen gut zu sparen, weil das Ulmholz und das Zeug kriegen wir ja eigentlich alles umsonst. Wir brauchen nur einmalig die Rezepte. Also, dann gucken wir mal, wo die Fee ist. Da oben ist auf jeden Fall da, schon mal... eine Fee! Wie hell sie uns anfunkelt, als wolle sie mit uns spielen. Wollen wir? Ab in den Feenkreis mit ihr! Also... gut, das ist so wahrscheinlich so ein kleines Minispiel. Wir sollen der Fee folgen, bis sie in den Elfenkreis geht. Das müsste das hier sein. So wie das jedenfalls aussieht. Gleich habe ich die. Ja, hier steht sogar, das ist der Feenwald. Können wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Ja, hier ist abgeschlossen, also geht es nur noch in diese beiden Richtungen wohl. Ja. Mal sehen, ob das was bringt mit der Fee. Wo ist sie jetzt? Ah, jetzt ist sie wieder hier. Ja, mit einer Fee spielen. Das habe ich auch nicht erwartet, dass ich hierher gekommen bin. Aber gut, vielleicht bringt es uns was Nützliches, wenn Feieris schon unbedingt will. Und ständig schrecken wir die Vögel hier auf. Das ist übrigens auch, ja, ich wiederhole mich zwar dauernd, aber ich finde, das macht das Landschaftsbild noch ein Tick schöner, als es sowieso schon ist. Ich meine, wenn man sich das mal ansieht, wie das aussieht. Also mit der Umgebungsgrafik haben sie sich bei dem Spiel jede Menge Mühe gegeben, muss ich ehrlich zugeben. Was passiert, wenn ich einfach in den Feenkreis gehe? Mal gucken. Okay, ich habe einen Schnellreisepunkt für den Feenkreis freigeschalten. Auch gut. Aber versuchen wir es mal weiter mit der Fee. Gibt sich halt immer von einem Ort zu warten. Ich hoffe mal, dass wir ja nur oft genug folgen müssen, dass sie dann irgendwann in den Kreis geht. Okay, warten wir mal so. Feieris bleibt hier. Ich gehe dahinter zu der Fee. So. Ja. Dahin? Nee, also so geht's definitiv nicht. Die Gruppe aufteilen. Ei. Vielleicht, wenn Feieris alleine geht, vorgeht. Immerhin ist sie ja der Elfe, vielleicht bringt das ja was. Ich probiere das jetzt noch einmal kurz aus und dann werde ich mal weitermachen gehen. Weil irgendwie scheint das nicht so wirklich zu klappen hier mit dem Fee in dem Feekreis. Teleportiert sich irgendwie einfach willkürlich.
Lassen wir sie mal in Ruhe, bis ich herausgefunden habe, was man mit ihr der Fee genau anstellen kann. Wir haben ja den Schnellreisepunkt zum Feenkreis. Können wir jederzeit wieder hierhin zurück. Ja gut, hier fließt ein kleiner Wasserfall, der übrigens auch sehr schön aussieht. Und das war's eigentlich. Hier hört schon die Karte auf. Gut. Definitiv, irgendwas müssen wir mit der Fee noch machen. Vielleicht kriegen wir auch irgendeine Quest dafür. Ich möchte deine Führungsqualitäten nicht anzweifeln. Aber darf man erfahren, warum wir im Wasser herumlaufen? Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt stellt Quado schon meine Führungsqualitäten in Frage, weil wir durch Wasser gelaufen sind. Hier ist es nass. Und nass ist zum Trinken da. Und nicht zum drin rumlaufen. Okay, und jetzt bekommt auch gleich Vorgrimm deswegen. Ja, genau. Und bleibt am Pilz hängen. Ja, genau, das kommt davon. Also zurück zum Elfenbaum. Und da haben wir ja schon die erste Elfe, der wir reden müssen. Ich habe gesehen, mit wem du hier bist. Was tun Mensch und Zwerg in diesen Wäldern? Schätze suchen? Okay. Wir könnten sie jetzt ausfragen. Gucken wir mal, was für Fragen zum Angebot stehen. Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Was ist es denn? Okay. Also von Zerza und Nurdra, das hatten wir glaube ich schon mal, das war Leben und Tod. Nurdra ist Werden und Wachsen. Zerza ist Vernichten und Vergehen. Diese Gegensätze sind überall und in uns. Sie erhalten das Gleichgewicht der Welt, die sonst leer oder übervoll wäre. Ja, also Nurdra ist Leben und Zerza ist um zu sagen Tod, genau. Jetzt haben wir noch eine Frage. Das Leben mit den Menschen muss anstrengend sein. Immer so viele Fragen. Wovon? Was ist es denn? Wovon lebt ihr hier? Das würde ich auch gerne wissen. Der Wald ernährt uns und wir nehmen nie mehr, als er uns geben kann. Nie erzwingen wir, nie jagen wir mit Magie. Wenn das Tier mir entkommt, so ist es nicht sein Los, uns als Nahrung zu dienen, sondern ebenso starke und schnelle Junge zu gebären. Wieder Elfenphilosophie, aber darüber will ich jetzt nicht weiter debattieren. Hab Dank, das ist alles. Ich will noch was anderes. Tauschen können wir mit ihr. Was tauscht sie denn? Was braucht sie denn? Ich habe alles, was ich brauche. Obwohl, Mandava und Lelindor horten gerade Äpfel und Nüsse für den Winter und geben kaum etwas ab. Willst du eine Bogensehne haben? Na, Bogensehnen brauchen wir, gerade nicht. Guten Appetit noch. Sanjabar, Fremder. Jetzt fragen Sie mir sie mal über sie aus, ob sie uns was über ihr Sehentier verrät. Kennenlernen bedeutet, Zeit miteinander zu verbringen und nicht Fragen zu stellen. Was ist es denn, das du so dringlich wissen möchtest? Sag mal, kleidest du dich eigentlich in den Farben deines Seelentieres? Ich kleide mich in die Farben der Gräser. So ziehen Bedrohung und Beute an mir vorüber, ohne meiner gewahr zu werden. Okay. Was ist deine Aufgabe in der Sippe? Ich bin vor allem eine gute Jägerin. Wenn ich auf der Pirsch bin, sieht das Reh meinen Pfeil nicht kommen. Und schnell wie ein Blitz stoße ich mit dem Speer zu dem Lachs im Fluss hernieder. Das klingt irgendwie... ich wollte es eigentlich sagen wie ein Adler, aber meine Menschenkenntnis kommt mir zuvor. Du erinnerst mich an einen Raubvogel, ein großes Tier, bei dem Selbstbewusstsein, das du an den Tag legst. Das hast du gut beobachtet. Weißt du auch welcher? Das weiß ich leider nicht. Wir sprechen später noch. Und das finden wir dann auch erst beim nächsten Mal heraus. Weil ich mache jetzt hier einen Cut. Speichere das Spiel. Ja genau, LP12. Überschreiben. Das habe ich nämlich vorhin mal schnell zwischengespeichert, als ich die Unterbrechung drin hatte. So. Gespeichert ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder.